Ein 628 im Regio-Dienst. Nur noch an einigen Orten in Deutschland ein gewohntes Bild. Die kantigen Trieb- und Steuerwagen werden immer mehr durch neue Fahrzeuge verdrängt. Im Bahnhof Timmendorfer Strand hat die Regionalbahn nach Lübeck einen Halt. Die zweiteiligen Dieseltriebwagen haben lange Zeit den Nahverkehr auf Nebenbahnen bestimmt. Die Baureihe 628.2 ist seit 1986 und die Baureihe 628.4 seit 1992 unterwegs, gebaut von namhaften Fahrzeugherstellern. Bis heute eine Hochburg sind die Strecken der Südostbayernbahn rund um Mühldorf in Oberbayern. Auf dem Weg von Burghausen nach Mühldorf hat dieser Regiozug einen Halt in Altötting. Zentraler Punkt der Südostbayernbahn ist das Werk Mühldorf. Neben Dieselloks werden hier auch 628 versorgt. Der Mühldorfer Linienstern ist Zentrum von mehr als 10 Regionalbahnlinien. Im Stundentakt treffen fast alle hier zusammen. Die 38 dieser zweiteiligen Triebwagen gehören 2017 zur Südostbayernbahn. Sie sind leicht modernisiert und zuverlässig unterwegs, sollen aber trotzdem in den nächsten Jahren abgelöst werden.